Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder über Skype eingefunden mit zwei Brüdern in Deutschland, über Skype halt verbunden, um die nächste, heute die 33. Lesung zu tun aus dem zweiten Band von Karl Theodor Griesingers Werk von 1866, nämlich über den Jesuitenorden und ihre geheime und offene Wirksamkeit von der Gründung des Ordens bis heute, natürlich dann die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts bezeichnend. Die 33. Lesung im siebten und letzten Buch, im dritten und letzten Kapitel dieses siebten Buches mit dem interessanten Titel, ja, ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, also das Buch heißt Die Jesuiten des 19. Jahrhunderts und das Wiedererwachen der Jesuiten in der Schweiz, Großbritannien und Amerika ist das Thema, das wir heute besprechen werden. Ich habe ein paar Seiten vorgelesen, wahrscheinlich nicht genug, aber jetzt darf ich endlich meine beiden Brüder begrüßen, die mir aus Hamburg und aus der Nähe der holländischen oder niederländischen Grenze zugeschaltet sind, nämlich Michael respektive Viktor von ein wenig weiter weg. Na, dann gehen wir erstmal ein bisschen dichter bei und begrüßen Bruder Michael. Schönen guten Abend, Michael. Herzlich willkommen zur Sendung. Ja, hallo und schönen guten Abend in die Runde. Bin auch mal wieder da und habe mich hier eingefunden, um wieder so ein bisschen Geschichtsnachhilfe zu bekommen und auch ein bisschen meine Gedanken zu der Geschichtsnachhilfe zu teilen. Und heute Abend habe ich gar keine großen Vorworte. Mal gucken, wie das Nachwort oder Schlusswort wird. Ich gebe mal einfach das Wort weiter an Viktor. Ja, moin moin und hallo. Schön auch wieder mit euch verbunden zu sein. Und ja, freut mich auch, dass wir uns wieder eingefunden haben für die nächste Lesung in dem Buch von Karl Theodor Griesinger, das Bruder Jörg ja schon gerade angekündigt hat. Und ja, ich habe noch versucht, in so der Kürze der Würze noch so ein bisschen noch jetzt Futter zu liefern für die Lesung. Ja, mal gucken, inwieweit das dann ja nützlich informativ sein wird. Und damit, ja, gebe ich das Wort wieder zurück. Ja, danke, Viktor. Herzlichen Dank, dass du es auch nochmal kurz ansprichst. Also er hat sich wirklich da in der letzten anderthalb, zwei Stunden vor der Sendung nochmal hingesetzt und hat für mich eine Übersetzung gemacht über das Stonyhurst College, das wir hier sehen. Da werden wir nachher wahrscheinlich drauf kommen, wenn wir in Griesinger lesen. Da fangen wir jetzt erstmal an. Auf Seite 377 von 419 in dem PDF, Seite 370 in dem Buch selber, wie ihr seht. Ganz unten den letzten Absatz, wir hatten nämlich eigentlich die ganze Seite gelesen und da er hier über ein neues Land anfängt, nämlich über die Schweiz zu sprechen, da weil es ja jetzt über die Wiederherstellung des Jesuitenordens geht, müssen wir gar nicht weiter zurückgehen in die Länder, die wir davor besprochen haben, sondern dass wir jetzt sehen, wie es weitergeht. Und da sagt der Autor hier, ganz ähnlich wie jetzt in Belgien, machte sich vor kurzem noch der Jesuitismus in den katholischen Kantonen der Schweiz geltend. Und bereits drei Jahre nach der Wiederherstellung des Ordens durch den Papst, zu Anfang des Jahres 1818, erstand in Freiburg ein herrliches Jesuitenkollegium. Von dieser festen Zwingburg aus durchstreiften die Söhne Loyolas das benachbarte Land, die Kreuz und die Quer, und fast überall mussten sie sich bei ihren Glaubensgenossen Eingang zu verschaffen. Das Resultat dieses Einflusses aber war die Gründung weiterer Kollegien in Steffis, Sitten, Brieg, Schwitz und Luzern sowie von verschiedenen kleineren Erziehungsanstalten an einigen anderen Orten. Nun hatten die Söhne Loyolas gewonnenes Spiel, besonders als es ihnen noch weiter gelang, den bigotten Adel des benachbarten Bayerns und zum Teil auch Frankreichs zu überreden, dass er ihnen, natürlich auf Kosten der heimischen Sitten- und Erziehungsanstalten, seine Söhne zur Erziehung anvertraute, denn ihr Ansehen stieg dadurch so hoch, dass sie in den katholischen Kantonalregierungen, besonders in Schwyz, Freiburg, Wallis und Luzern, die Oberhand erhielten und sofort alle Gesetze nach ihrem Belieben umorgelten, alle Ämter mit ihren Anhängern besetzten. So trieben sie es verschiedene Jahrzehnte lang. Und ohne Zweifel würden sie es noch länger so getrieben haben, wenn sie nicht durch ihre unbegrenzte Herrschaft sowie dadurch, dass sie alles Recht Andersdenkende mit Füßen traten, schließlich in der ganzen übrigen Schweiz eine furchtbare Erbitterung gegen sich hervorgerufen hätten. Die Tagsatzung, ja, und eine Tagsatzung, das war in der Schweiz bis 1848 die Versammlung der Abgeordneten oder Abgesandten der Orte oder Kantone der alten Eidgenossenschaft. Diese Tagsatzung, das ist also
Griesinger sagt es hier, die oberste Regierung der Vereinten Kantone, forderte mit großer Stimmenmehrheit ihre Entfernung. Die Antwort der Jesuiten war, dass sie die katholischen Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Freiburg, Zug und Wallis überredeten, einen Sonderbund zu bilden, welcher im vollkommensten Widerspruch mit dem Geiste der Schweizerischen Konföderation sowie auch mit der Bundesakte selbst beschloss, allen nicht konventierenden Befehlen der Tagsatzung Widerstand zu leisten. Das ist Widerstand, wenn nötig, selbst mit den Waffen in der Hand. Die Söhne Loyolas glaubten durch ein solch entschlossenes Auftreten die Tagsatzung, welche sich bisher keineswegs durch große Energie ausgezeichnet hatte, einzuschüchtern, ihr wenigstens aber doch zu imponieren. Allein diesmal verrechneten sie sich vollständig. Sobald nämlich die 7 konföderierten Kantone auf die wiederholte Aufforderung, ihren Sonderbund aufzugeben und die Söhne Loyolas zu entlassen, nicht sofort gehorsam einlenken und sogar die zu Anfang 1847 an sie gesandte Tagsatzungskommission mit Hohn behandelten, beschloss die Tagsatzung, die Widerspenstigen mit Gewalt zu zähmen und berief sofort 100.000 Mann unter die Waffen, welche sie unter den Oberbefehl des tapferen Generals Dufour stellte. Nun blieb den 7 jesuitisch gesinnten Kantonen nichts übrig, als demütig um Frieden zu bitten oder sich männlich zu wehren. Sie beschlossen das Letztere, doch ohne es auszuführen. Zwar allerdings brachten sie eine Armee von 36.000 Mann auf die Beine und unterstützten diese noch durch 47.000 Mann Landsturm, aber es war keine Begeisterung in den Truppen und wie Dufour in den Kanton Freiburg einrückte, floh alles in wahrer Todesangst vor ihm her. Dasselbe geschah, wie sich das Gros der Tagsatzungsarmee gegen Luzern hin bewegte und während des ganzen Krieges stellten sich die Sonderbundstruppen eigentlich nur ein einziges Mal, nämlich bei Gislikon an der Grenze von Zug und Luzern. Nach kurzer Gegenwehr flohen sie aber auch hier. Und so endete der Feldzug, vor dessen Beginn die Sonderbündler den Mund sogar so vollgenommen hatten, auf eine für die Letzteren fast schmähliche Weise. Natürlich sahen jetzt die Söhne Loyolas ein, dass nunmehr ihres Bleibens nicht mehr sein könne. Und somit machten sie sich über Hals und Kopf auf die Beine im benachbarten Tirol und Nordösterreich schutzsuchend. Ja, so schnell flohen sie, dass sie selbst das zurückließen, was doch ihrem Herzen das teuerste war, nämlich ihr Eigentum und Vermögen. Denn sie befürchteten, für das ganze Urteil des Sonderbundkrieges, den sie allein angestiftet hatten, verantwortlich gemacht zu werden. Und das Leben nebst der Freiheit schätzten sie denn doch höher als alle sonstigen irdischen Güter. Übrigens blieben sie auf ihrer Flucht nicht lange allein, sondern es folgten ihnen sofort diejenigen nach, welche sich mit ihnen an die Spitze der Verschwörung gestellt gehabt hatten, und so wurde die Schweizer Luft auf einmal von der ganzen verpestenden Jesuitismus-Ausdünstung gereinigt. Damit aber dieselben Szenen religiöser Aufreizung, die, wie wir gesehen haben, bis zum Bürgerkriege gesteigert wurden, sich nicht mehr wiederholen könnten, verwies die Tagsatzung die Gesellschaft Jesu mit all ihrem Appendix für ewige Zeiten aus der ganzen Schweiz, der katholischen sowohl als der protestantischen. Und dieses Gesetz wurde sofort auch in die anno 1848 neu gegründete Bundesverfassung aufgenommen, so dass es bis jetzt noch in keiner vollen Kraft floriert, trotzdem es schon 100-mal versucht wurde, an ihm zu rütteln. Ja, und hier habe ich dann einen Kommentar gemacht, den ich mal eben kurz vorlesen möchte und ich werde auch kurz die Links gleich öffnen, die ich hier rausgesucht habe. Nämlich 1953, da sprechen wir natürlich über eine Zeit, wo Karl Theodor Griesinger schon längst verstorben und das Buch schon längst publiziert war. 1953 scheiterte der Versuch, den Jesuitenartikel abzuschaffen aus der Bundesversammlung der Schweiz. Und zwar ist das der Artikel 51. Ja? Da habe ich schon mal in einem anderen Buch drüber gelesen, Schlag mich tot. Ich weiß jetzt echt nicht, welches das war. Ich meine, es war die verborgene Geschichte der Jesuiten.
Aber interessant ist, dass wir hier mal reingehen. Und das ist ein PDF an sich unglaublich interessant durchzulesen. Aber ich mache das jetzt sicher nicht heute. Vielleicht machen wir das später mal. Auf jeden Fall gebe ich euch den Link in der Beschreibungsbox dieses Videos mit, dass ihr es selbst durchlesen könnt. Das ist hier ein Kantonratsprotokoll seit 1803 online. Bericht und Antrag des Regierungsrates zur Motion, also zum Versuch im Grunde oder zur Ansuche. Nummer 649 über die Tätigkeit der Jesuiten vom 29. Januar 1953. Gleichlautender Antrag der Kommission vom 23. Juni 1953. Und da hat man hier im Grunde ein Sitzungsprotokoll, wer wo, was, wie, warum gesagt hat über das Verbot der Jesuiten. Ja, die werden hier ständig genannt. Also es ist immer wirklich ein sehr offenes Papier. Sehr interessant, sich das durchzulesen. Ich habe es kurz überflogen vorhin, aber wie gesagt, es war während meiner Recherchen, die ich zu diesem Buch gemacht habe. Es sind 27 Seiten. Ich habe dann gesagt, ich überfliege das mal kurz und dachte, es ist auf jeden Fall so interessant, dass ich den Link hier mit reinnehme. Im Endeffekt kommen wir hiermit zum Abschluss. Der Rat ist mit 75 Stimmen dagegen, den Antrag Schwarzenbach zur Abstimmung kommen zu lassen. Für die Durchführung der einen Abstimmung votieren 43 Ratsmitglieder. Und der Rat beschließt mit 95 gegen 35 Stimmen. Die Motion über die Tätigkeit der Jesuiten wird abgeschrieben, also abgewiesen. Mitteilung an den Regierungsrat. Das war 1953. So, und jetzt habe ich hier aber geschrieben, aber 20 Jahre später, was passiert denn da? Ja, da habe ich ein anderes interessantes PDF gefunden. Das möchte ich euch jetzt auch mal eben zeigen. Und das machen wir mal eben in Acrobat Reader offen. Und dann geht das hier offen. Seht ihr, das kann ich auch runterladen. Aber ich mache das jetzt halt nur mal eben, dass ich das öffne. Hier haben wir jetzt im Grunde dasselbe. Und hier steht eben irgendwo drüber die Aufhebung der konfessionellen Ausnahmeartikel 1973 vom meterhohen Schutt konfessionellen Haders. Ja. Interessant ist, dass es am Anfang hier kurz in Deutsch steht und dann steht hier eine Zusammenfassung in Englisch. Die könnte man natürlich sich irgendwann mal kurz ins Deutsche übersetzen und vorlesen. Und dann geht es darunter aber hier in Deutsch mit weiter. Und hier die Artikel 51 und 52, Bestimmung und Bedeutung. Also erstmal geht es hier darum, um zu erklären, was sagen diese Artikel überhaupt. Ja, diese Artikel der Schweizerischen Bundesverfassung. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass wir unten erkennen werden, dass sie im Ausgang dieser Stimmung dafür sorgen, weiß nicht, ob man das hier deutlich sehen kann, ich habe hier gar nicht so weit runtergescrollt in diesem Papier. Der Punkt ist jedenfalls hier, der Ausgang der Abstimmung vergegenwärtigte der Bevölkerung ein Stück nur bedingt bewältigter Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Die Haupterkenntnis lautet, dass konfessionelle Gräben noch in den 70er Jahren sichtbar werden konnten und der Milieukatholizismus von zahlreichen Protestanten in der Schweiz weiterhin als unheimlich und bedrohlich empfunden wurde. Ob schon der 20. Mai 1973 aus rechtsstaatlicher Sicht die konfessionelle Segmentierung aufgehoben hatte, ja, also hier sprechen wir von der Aufhebung eben dieser Jesuitenparagraphen, perpetuiert diese im Bewusstsein zahlreicher Schweizerinnen und Schweizer. Dies zeigte etwa das Projekt der Schweizerischen Bischofskonferenz aus dem Jahre 82 in der Calvin-Stadt Genf und in der Zwingli-Stadt Zürich, neue Diözesen zu errichten und so weiter und so weiter. Also, um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen, sage ich euch, der Punkt ist hier folgender, den wir hier besprechen. Der Punkt ist, dass der hier gemacht wird, dass Karl Theodor Griesinger sagt, natürlich nur aus seiner Kenntnis heraus, das ist ja wohl logisch, ne, dass er sagt, dass die Jesuiten hier für alle Zeiten mehr oder weniger aus der Schweiz verbannt wurden, ja, für ewige Zeiten aus der ganzen Schweiz zu verbannen. Und was ich euch hiermit anzeigen wollte, ist, dass knapp 100 Jahre später, 1953, es probiert wurde, den Jesuitenartikel abzuschaffen, Artikel 51 der Bundesverfassung der Schweiz, und dass sie das dann im Endeffekt in den 70er Jahren tatsächlich geschafft haben. Und seitdem sind die Jesuiten auch in der Schweiz wieder vollkommen zugelassen. Das finde ich eine interessante Information, die wir hier jetzt natürlich, um ein wenig auf die Zeit heute eingehen zu können, weil wir lesen das Jahr 2019 und manchmal ist es ja interessant zu wissen, wenn der Griesinger hier darüber
schreibt, wie die Jesuiten sich wieder aufgerichtet haben oder wieder hergestellt haben nach ihrem Verbot. Was ist daraus geworden? Und dann eben wir hier lesen, dass in den 1848er Jahren in der Schweiz der Jesuitenorden auf ewige Zeiten gebannt wurde. Dann finde ich es interessant, mal eben nachzuschauen, wie ist es denn heute? Und heute ist es eben so, dass dieser Jesuitenartikel abgeschafft wurde und dass die Jesuiten offiziell in der Schweiz wieder tätig sind. Und zwar seit 1973, das heißt im Grunde schon fast 50 Jahre. Ne? So, und jetzt natürlich mal eben eine Frage an meine beiden Mitstreiter, ob sie da vielleicht irgendeine Frage oder einen Kommentar zu haben, zu dem gerade eben Gesagten und Gelesenen. Ne? Ja, also zu der Schweiz fällt mir da ganz viel ein, aber nicht unbedingt Jesuitismus. Und deswegen glaube ich einfach, dass es nicht viel Unterschied macht, ob die Jesuiten in der Schweiz jetzt wieder geduldet sind oder nicht. Denn es gibt ja andere, die verfolgen dieselbe Lehre unter anderer Flagge. Von daher hat man sich vielleicht jetzt mal ein paar Länder ausgesucht, wo die Jesuiten da mal rein dürfen. Und man hat ein paar Länder sich ausgesucht, wo dann die Katholiken offiziell oder die Protestanten dann Freimaurer rein können. Und im Endeffekt ist es dann alles dieselbe Soße, spätestens seit 1986. Oder siehst du das anders? Naja, also worauf es mir im Grunde ankam, das war, um hiermit deutlich zu machen, dass der Griesinger sagt, die Jesuiten auf ewig verboten und dass sie es halt auch innerhalb von knapp 100 Jahren wieder schaffen, wieder zugelassen zu werden. Mhm. Und der Punkt ist, damit eben anzuzeigen, dass selbst solche Länder wie die Schweiz aus der Vergangenheit nicht lernen. Ja? Wir haben ja bereits andere Länder gesprochen, wie die Jesuiten sich da zurückformiert haben. Wir werden noch ein paar Länder besprechen, wie sie sich da formiert haben nach ihrem Verbot. Und trotzdem, dass sie hier und da wieder verboten wurden, ja, wie zum Beispiel in Deutschland, 1872 sind sie auch die ganze Zeit mehr oder weniger im Untergrund gewesen und 1917 offiziell ist das Verbot wieder aufgehoben worden. Das heißt, die Nationen lernen nicht aus den Fehlern der Vergangenheit. Ja? Und das war eigentlich nur ein Punkt, den ich hier machen wollte, weil schließlich ist die Diskussion, die da in der Schweiz drüber geführt wurde, eine Diskussion, wie ich sie so offen in keinem anderen Land habe führen sehen, wo sie in der Bundesverfassung tatsächlich einen Artikel dagegen hatten, bis tief ins 20. Jahrhundert rein und diesen Artikel auch wirklich intensiv besprochen haben. Und das war ein Punkt, den wollte ich mal eben deutlich machen. Das weiß man doch sonst eigentlich gar nicht so. Ich schätze, dass viele von unseren Zuschauern, die dieses Video schauen, noch nie gehört haben von dem Artikel 51 in der Bundesverfassung der Schweiz und was der beinhaltet und wie der da reinkam und wie er aufgelöst wurde. Und das deswegen habe ich das eben gerade mal erwähnt. Ich meine, du hättest das schon in einem anderen Video von dir mal genannt. Also mir war das auf jeden Fall bewusst, dass das irgendwie relativ neu noch ist, also für uns noch relativ neu ist. Aber für mich ist ein anderer Punkt entscheidend, und zwar derjenige, dass der Herr Griesinger eben diese Aussage getätigt hat auf ewig. Ich denke, daran kann man doch unheimlich prägnant sehen, wie stark damals die vorherrschende Meinung ist, wenn man selbst einen Karl Theodor Griesinger davon täuschen kann, oder damit täuschen kann, dass die Jesuiten jetzt für ein für alle Mal von der Bildfläche verschwunden sind. Das ist eigentlich für mich die allerstärkste Aussage. Wenn er sagt, auf Ewigkeit, dann kann man sogar ihn davon aus der damaligen Sicht, aus der damaligen Perspektive der Menschen, die damals gelebt haben, davon überzeugen. Ja. Und ja, das ist für mich eigentlich so dieser Ausrufezeichen da. Ne? Das ist schon ganz richtig, dass er in der Hinsicht mehr oder weniger getäuscht wurde, ist, was du sagen willst. Ne? Dass er diesem guten Unterfangen geglaubt hat, nach dem Motto, nach allem, was bisher passiert ist, muss das jetzt endgültig wirklich mal passiert sein. Ja, und wie gesagt, dass ich das schon in einem anderen Video gesagt hatte, hatte ich ja gesagt, ich weiß nur nicht mehr, in welchem das war. Ich meine, es war in die verborgene Geschichte der Jesuiten, aber ich weiß es nicht mehr. Ich lese so viel und ich habe das irgendwo, habe ich das schon mal besprochen, das weiß ich, aber wo genau, keine Ahnung. Fand ich jedenfalls interessant, um da eine kleine Exkursion drüber zu machen. Und dann fahre ich doch jetzt mal eben weiter. Und weil wir kommen noch ein paar andere interessante Themen gegen in diesem Buch, in dieser Lesung heute. Weil wir hatten uns jetzt mit der Schweiz befasst und dann fährt der Autor fort und sagt, wenn nun übrigens die Söhne Loyolas an der Schweiz eine fette Wiese verloren, welche sie seither vergeblich für ihre Weide zurückzuerwerben versuchten, so wussten sie sich dafür durch anderweitige Erwerbungen zu entschädigen. Und zwar durch Erwerbungen in Ländern, wo sie vor ihrer ersten Aufhebung durch Clemens XIV. Beharrlich keine Aufnahme hatten finden können.
So konnte die Regierung von Großbritannien, nachdem das Parlament einmal die Emanzipation der Katholiken durchgesetzt hatte, nicht mehr umhin, auch der Gesellschaft Jesu den Zutritt ins Land zu gestatten. Und diese machte sich sofort insofern zu nutzen, dass sie zu Stonyhurst bei Preston in der Grafschaft Lancashire sowie zu Holyhouse in der Nähe von London großartige Erziehungsanstalten gründete. So, hier seht ihr zwei gelbe unterstrichene Worte. Das erste ist das Wort Emanzipation. Da habe ich natürlich zugesagt, da sollte man sich meine Lesung anschauen von Romanismus und die Reformation. Da sind wir, frag mich jetzt bitte nicht, in welchem Teil, irgendwo in den Teilen zwischen 1 und 10, das weiß ich noch, das war ziemlich am Anfang, eingegangen auf den Emanzipationsakt in Großbritannien von 1829 und dann die anschließende Oxford-Bewegung zwischen 1833 und 1845. Ich könnte jetzt die Papiere raussuchen und könnte sie hier nochmal lesen, aber da ich das vollständig in Romanismus und die Reformation gemacht habe, möchte ich an jeden anraten, der Interesse hat, sich da mehr darüber zu informieren, was der Emanzipationsakt von 1829 und die Oxford-Bewegung, die 1930 gestartet war und ihre Hochzeit hatte zwischen 1833 und 1845, übrigens interessante 12 Jahre, ne? Dass der sich darüber dann selbst informieren kann oder eben meine Lesung in Romanismus und die Reformation lesen kann. So, das wollte ich hierzu sagen. Und zu Stonyhurst, da gibt es hier einen Link auf wikipedia.org. Ich habe hier einen, wie ihr seht, NL, ne, einen niederländischsprachigen Link rausgesucht. Es gibt daneben auch einen englischsprachigen Link und ich habe sowohl den niederländischsprachigen Link als den englischsprachigen Link vorhin an Viktor geschickt. Wie gesagt, knapp 2 Stunden vor unserer Sendung. Und was macht der Viktor? Er setzt sich gleich hin und sagt von, da werde ich was übersetzen und dann werden wir jetzt mal eben lernen, was mit diesem Stonyhurst, was es mit diesem Stonyhurst College auf sich hat. Der Viktor hat uns hier ganz toll, mal eben so flugs nebenbei, möchte ich fast sagen, 4 Seiten übersetzt aus dem Wikipedia-Artikel, dass wir ein wenig lernen, was das Stonyhurst College ist. Ja? Das ist eine unabhängig koedukative gemischte römisch-katholische Schule, die die Jesuitentradition auf dem Stonyhurst anwesenden Lancashire, England, pflegt. Es befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude und die Schule ist seit 1999 vollständig koedukativ, also gemischt. Das College wurde 1593 von Pater Robert Peterson aus dem Jesuitenorden in St. Omer gegründet. St. Omer hatten wir ja schon viel drüber gesprochen. Das war ja in Flandern, also in heute Nordfrankreich, Nord-Pas-de-Calais liegt das. Ja, wo der herkam, zu einer Zeit, als Strafgesetze die katholische Erziehung in England bereits verboten hatten. Ja, wir wissen ja, 1593 ist die Zeit der Regierung Elisabeth I. Und die hat geregiert von 1558 bis 1603. Und 1598 ist 5 Jahre nach der versuchten Invasion aus Spanien der spanischen Armada, das war nämlich 1588. Da hat man dann 5 Jahre danach dieses College gegründet, also diese Hochschule. Ja. Und damals galten in England Strafgesetze für katholische Erziehung und eben auch die Jesuiten waren verboten in England. Nach dem Umzug nach Brügge, heute in Belgien, in Flandern, im Jahre 1762 und Lüttich, auch in Belgien, aber im wallonischen, französischsprachigen Teil. Im Jahr 1773 zog das College dann 1794 nach Stonyhurst. Dort werden rund 450 Jungen und Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren Internats- und Tagesunterricht angeboten. Auf einem benachbarten Gelände bietet die Vorschule St. Mary's Hall eine Schulausbildung für Jungen und Mädchen im Alter von 3 bis 13. St. Mary's Hall, ja, Sancta Maria. Da geht es nicht um die biologische Mutter von Jesus Christus, da geht es um die Himmelskönigin. Das darf man niemals vergessen. St. Mary's ist nur eine Maske, die sie der Mutter Jesu Christi aufgesetzt haben, die auch eine ganz normale Frau war, eine ganz normale Heilige, wie so viele andere Heiligen auch, und die ganz deutlich gesagt hat, dass auch sie einen Retter braucht. Ja, sie ist also nicht irgendwie besonders jungfraumäßig geblieben, nachdem sie Jesus Christus geboren hatte, weil sie hat noch Brüder und Schwestern unserem Herrn geboren, also Halbbrüder und Schwestern, weil die hatten ja Josef als Vater dann. Und ich finde das schon immer bezeichnend, wenn Kinder schon auf eine Schule geschickt werden, die also Heilige Maria heißt
Und da sieht man schon gleich, welcher Geist diesen Kindern da auch indoktriniert wird. Weil verdammt nochmal, wir sprechen hier über die Zeit von 3 bis 13. Das ist eben die Zeit, wo die Kinder unglaublich aufnahmefähig sind, wo sie alles Wissen, das ihnen gegeben wird, aufsaugen wie ein Schwamm. Und das ist eben halt leider hier die katholische Ausbildung. Ja, und da muss Michael natürlich was zu sagen, weil seine Tochter ist ja gerade in dem Alter, ne? Ja, das zum einen. Zum anderen wollte ich jetzt eigentlich zu der Geschichte von der Heiligen Maria zusteuern, dass die Heilige Maria eigentlich dann im Italienischen, glaube ich, Santa Maria heißt. Ja. Santa Maria heißt oder hieß das Schiff des Seefahrers Christopher Columbus. Natürlich. Und ja, und daran kann man ja schon sehen, in wessen Auftrage und in wessen Namen der halt unterwegs war. Was glaubst du, warum die anderen Schiffe, die 1633 nach Amerika fuhren, The Ark and the Dove hießen, die Arche und die Taube? Naja, klar. Die Jesuitenschiffe. Klar. Naja, natürlich, aber man legt ja normalerweise, oder man bekommt ja im regulären Geschichtsunterricht diese Dinge halt nicht gelegt, diese Verbindungen, halt dieses Transferdenken bekommt man ja nicht geschult. Es wird ja dann so getan, als wenn der Christopher Columbus jetzt, das wird mal benannt, aber das wird halt nicht weiter hinterfragt und nicht weiter ausgeführt. Es geht halt immer nur um irgendwelche nackten Zahlen und Daten, es geht aber nie über die Hintergründe, über die Hintermänner oder gar um irgendeine Agenda. Ja, und wenn man halt einen neuen Kontinent besiedeln kann, ja, dann sind natürlich diejenigen da besonders drauf erpicht, die etwas zu verlieren hätten oder die noch mehr Geld haben wollen. Und so eine Ausrüstung für so ein Schiff, eine Expedition, um 3 Schiffe dann ein paar tausend Kilometer irgendwo hinzuschicken, das kostet ja dementsprechend schon Geld. Von daher kann es nicht der Christopher Columbus irgendwo mal in einer alten Tafelrunde bei Chianti oder bei Wein mal irgendwo gesagt. Am Stammtisch, ne? So eine Stammtisch. Am Stammtisch, genau. Ne? Am Stammtisch haben wir gesagt, du weißt du was, ne? Wir fahren mal nach Westen und sehen mal, wo wir rauskommen. Ja. Wir machen unseren Betriebsausflug, ja. Wir machen mal einen Betriebsausflug und kapern einfach mal 3 Schiffe und gucken mal, wie lange der Proviant hält. Ne? Nee, also das ist schon so ganz klar geregelt, dass diejenigen, die in der alten Welt die Macht hatten, dann auch bitteschön gerne direkt die Vorherrschaft über die neue Welt haben wollen. Das ist ja nun mal halt ganz logisch. Das wäre ja in jedem Bereich jetzt so. Da brauche ich ein abgeschlossenes Hauptschulstudium für. Ne, es steht ja auch im römisch-kanonischen Recht darin, dass jedes neu eroberte Land dem Papst zu schenken ist, dass alle Länder dem Papst gehören, die neu erobert werden. Und wer wirklich noch so tranfüßig ist, dass er glaubt, dass, muss ich hier das andere Bild nehmen, wer noch so tranfüchig ist und tatsächlich glaubt, Christopher Columbus hätte Amerika zwischen Anführungszeichen entdeckt, dem kannst du genauso gut eine Brücke auf den Mond verkaufen. Amerika, das wussten die schon längst, dass das da besteht. Das ist altes, verborgenes Wissen, was die normalen Menschen nicht wussten. Der Papst wusste ganz genau, wenn der Kolumbus dahin segelt, dann holt er sich das und er holt es, er erobert es für den Papst. Mhm. Wenn man sich mal so einige zeitgenössische Zeichnungen oder Bilder anschaut von der Zeit, dann sieht man ihn ja auch immer mit deutlichen Papstregalien und Farben und so weiter ausgerüstet, ja. Und das ist dann solche, wie hieß das dann noch, wo er da gelandet ist? Corpus Christi. Ja? Mhm. Da ist er doch, glaube ich, gelandet. Ne? Warum? Ja, der ist, glaube ich, zuerst in Barbados oder so gelandet. Irgendwo, ja, irgendwo in den Karaiben. Ne? Das sind ja die vorgelagerten genau. Inseln da. Ja. Ja, genau. Und die haben ja auch allen möglichen komischen Namen, wie zum Beispiel Santa Lucia und St. Lucia und was weiß ich nicht alles. Und Trinidad und Barbados und so weiter und so weiter. Also jedenfalls, es gibt ja viele Plätze, wo er dann gelandet ist, die gleich einen katholischen Bezug haben. Und wie zum Beispiel eben auch Corpus Christi, ne? Also der Körper Christus, ist genauso eine verhohene Piepelung von unserem Herrn Jesus Christus wie die Jesuiten, ne? Der Orden oder die Gesellschaft Jesu, die den Namen genauso missbraucht. In Nordamerika haben sie dann Maryland gegründet. Ja, da kommen wir auch später noch drauf zu in dieser Lesung. Ja, weißt du, wer in Corpus Christi geboren ist? Nee. Farrah Fawcett Majors, weißt du, wer das ist? Ja, weiß ich, ja. Einer der 3 Engel. Einer der 3 Engel von Charlie, ja. Ja, ja. Das passt doch, ne? Wenn ein Engel in den Corpus Christi geboren ist. Ja, und Leute denken dann, solche Dinge sind Zufall. Das ist noch das Schlimmste. Das ist ausgesucht, das ist gesteuert von Anfang an. Die Leute werden von klein auf an dafür ausgesucht, für solche Dinge.
Ja, natürlich. Ich meine, dass die halt auch entsprechend schon im Kindesalter gecastet werden, ist schon ganz klar. Ne? Ja. Aber Farrah Fawcett Majors, die hatte also den Lee Majors geheiratet, da diesen Stuntman-Sieger. Ne? Richtig, ja. Ja. I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. Das war seine erste Textzeile. Ne? Ja. Ich bin nicht der Typ, der I'm not the kind who kiss and tells. Ja. But I have been seen with Farrah. Und Farrah war gerade damals. Ich erzähle nichts aus dem Nähkästchen, aber ich habe Farrah geküsst. Ja. Genau. So erzählt man das. Ja. Victor, deswegen, langweilen wir dich oder findest du das auch lustig, was wir hier so alles entdecken auf einmal? Also ich kann jetzt ganz ehrlich so mit den letzten Personen, die er genannt hat, nicht so viel anfangen, aber ich denke so in dem, ihr werdet schon wissen, worum es geht. Ne? Also dieser Lee Majors, der hat ja, glaube ich, in einer Serie gespielt, die heißt, wenn ich mich nicht irre, ein Colt für alle Fälle, ne? Richtig, und in der 6-Millionen-Dollar-Mann, wo er dann schon mal einen Hybriden gespielt hat, darf man auch nicht vergessen. Ah, das kenne ich. Ja? Okay, das kenne ich nicht, aber ein Colt für alle Fälle habe ich damals immer gerne geguckt. Das war so ein Stuntman, der irgendwie Leute verfolgt hat, die ihr Bewährung gebrochen haben. Kopfgeldjäger, ne? So auf die Art und Weise. Und das war eine Serie, die habe ich eigentlich immer ganz gern geguckt, vor allen Dingen, weil ich das Lied, die Melodie so toll fand, die Michael hier gerade eben vorgesungen hat, ja. Und den fand ich ganz cool. Und der war halt mit der Farrah Fawcett zusammen, die eben einer der drei Engel von Charlie war. Dieser Blonde mit der langen Mähne, das war sie. Kennen viele Leute wahrscheinlich. Hat auch bei vielen Leuten damals im Spind gehangen und sonst wo. Ja, das war so eine Frau, die man da hinhängt. Aber ja gut, lass uns jetzt nicht zu weit abschweifen vom Stonyhurst College. Wir können gerne weitermachen. Und ich entschuldige mich für alle Zuhörer. Und dafür nicht entschuldigen. Nein, und ich bitte jetzt um Verständnis für alle Zuhörer unter 45, die jetzt im Augenblick überhaupt nicht wissen, um wen es jetzt gegangen hat. Lassen Sie sich sagen, es ist heutzutage, die Situation ist genau dieselbe. Die Kinder werden von klein auf Karriere gedrillt und die werden dann schon mit, in was ich jetzt gesehen habe, ein ganz neuer Trend, die werden dann schon extrem geschminkt und Crossdressing und alles. Wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Wenn man den Fernseher anschmeißt, merkt man direkt, man ist wirklich jetzt immer weiter in der Spirale in Richtung der Apokalypse unterwegs. Das ist auch eine sehr beruhigende Geschichte. Wir brauchen gar nichts zu beweisen. Einmal Fernseher anschalten und direkt hat man den Beweis vor der Tür. Aber jetzt wollen wir was hören über dieses Stonyhurst College, bitte. Ja, da lesen wir dann mal eben weiter. Also, die Schule kombiniert einen akademischen Lehrplan mit außerschulischen Aktivitäten. Der katholische Katholizismus spielt eine zentrale Rolle, also ich schätze mal, das ist eher der römische Katholizismus, spielt eine zentrale Rolle im Universitätsleben, wobei der Jesuitenphilosophie zufolge sowohl Gebet als auch Dienst im Vordergrund stehen. Das ist ja ganz wichtig. Mit anderen Worten, hier werden wirklich kleine Jesuiten herangezogen. Das versteht man, glaube ich, doch wohl ganz deutlich hierbei. Vor allen Dingen eben auch durch die Kinder schon im kleinsten oder im jüngsten Alter zu indoktrinieren mit spirituellen Übungen. Zu den Absolventen der Schule zählen 3 zwischen Anführungszeichen Heilige, 12 Seliggesprochene, 7 Erzbischöfe, 7 Träger vom Victoria-Kreuz, ein peruanischer Präsident, ein bolivianischer Präsident, ein neuseeländischer Premierminister, ein Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und mehrere Schriftsteller, Sportler und Politiker. Wenn wir ein wenig in die Geschichte dieser Hochschule reingehen, dann lesen wir, die Geschichte der Schule beginnt in St. Omer, in den damaligen spanischen Niederlanden, also so kann man das auch nennen, heute ist das halt Nordfrankreich, wo 1593 ein College unter der Schirmherrschaft von dem spanischen König Philipp II. Und Pater Robert Persons aus der Societat Jesus für englische Jungen gegründet wurde, die keine katholische Ausbildung auf Elisabethanisch erhalten konnten in England, weil eben das Englisch Elisabethanisch war und mit daher protestantisch und weil sie eben da die Ausbildung nicht bekommen konnten, wurden sie nach St. Omer geschickt. Als solche war sie eine von mehreren englischen Auslandsschulen, die auf dem europäischen Festland tätig waren. 1762 mussten die Jesuiten fliehen und unter anderem werden wir in Herrscher des Bösen lernen, dass John Carroll einer war, der da geflohen ist 1762.
Der ging dann erst nach England, bevor er dann wieder zurückkam in die Vereinigten Staaten von Amerika, das ja damals noch die 13 Kolonien waren. Übrigens ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass es ausgerechnet 13 Kolonien sein mussten. Ne? 1762 mussten die Jesuiten also fliehen und ihre Schule in Brügge wieder einrichten. Die Schule wurde 1773 nach Lüttich verlegt, wo sie 2 Jahrzehnte lang operierte, bevor sie am 29. August 1794 nach Stonyhurst zog. Am 22. Oktober dieses Jahres wurde die Schule wieder aufgenommen. 1794, ein interessantes Jahr, wo man doch begreift, dass das 5 Jahre nach der Gründung der Vereinigten Staaten, 5 Jahre nach der Französischen Revolution und 21 Jahre nach dem Verbieten des Jesuitenordens 1773 war. Das College, also die Hochschule, blühte im 19. Jahrhundert auf. Die Gesellschaft Jesu wurde 1803 in Stonyhurst in Großbritannien wieder aufgebaut. Und im Laufe des Jahrhunderts stiegen die Studentenzahlen von den ursprünglich 12 Migranten aus Lüttich an. Um die Wende des folgenden Jahrhunderts wurde es zu Englands größter katholischer Hochschule. Interessant finde ich hier, dass wir hören, die Gesellschaft Jesu wurde 1803 in Stonyhurst in Großbritannien wieder aufgebaut, wo wir gerade hier bei Griesinger gelesen hatten über den Emanzipationsakt 1829 und 1830 die Oxford-Bewegung, die dafür gesorgt hat, dass da der Emanzipationsakt heißt, dass die Katholiken religionstechnisch, rechtlich gleichgestellt werden wieder mit den Protestanten. Also mit anderen Worten, England führt eine Art Religionsfreiheit ein, um den Katholizismus, der bis dahin verboten und verpönt war, wieder zulassen zu können, dass wir hier sehen, wie sie da eben darauf hingearbeitet haben, da sie in 1803 bereits die Jesuiten dorthin geschickt haben und dort den Baustein oder das Fundament gelegt haben, um dann eben später via Emanzipationsakt und Oxford-Bewegung England im Lauf der nächsten 120 Jahre ganz umzudrehen. Da kommen wir dann auch später noch drauf. Also, die Gesellschaft Jesu wurde 1803 in Stonyhurst wieder aufgebaut und im Lauf des Jahrhunderts stiegen die Studentenzahlen von den ursprünglich 12 Migranten aus Lüttich deutlich an. Um die Wende des folgenden Jahrhunderts herum wurde es zu Englands größter katholischer Hochschule. In Stonyhurst Hall wurden umfangreiche Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, um diesen Zahlen Rechnungen zu tragen. Die alte Südfront wurde 1810 erbaut und wurde in den 1880er Jahren abgerissen und durch großartigere Gebäude ersetzt. Auf dem Gut wurde ein Seminar errichtet, in den Gärten eine Sternwarte und eine Wetterstation. Ein Seminar, was ist das? Eine Priesterschule, ja, wo auch protestantische Pastoren ausgebildet werden, aber auf einer Jesuitenschule. Ja? Das ist ein Seminar. Im 20. Jahrhundert wurde ein größtenteils Laienstab eingestellt, da die Anzahl der Jesuiten zurückging. Das Seminar in St. Mary's Hall wurde geschlossen und die Schule brach die Ausbildung von Philosophen aus dem Universitätsalter ab. Mit der Schließung des Beaumont College 1967 und der Versetzung des Mount St. Mary's College in Spinkhill in Derbyshire im Jahr 2006 wurde Stonyhurst die einzige öffentliche Jesuitenschule in England. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude renoviert und ausgebaut. Das interessiert jetzt nicht so. Aber über das religiöse Leben lesen wir vielleicht noch ein paar interessante Dinge. Diese Hochschule ist katholisch, und zwar von Anfang an, und hat seit Jahrhunderten einen bedeutenden Platz in der englischen katholischen Geschichte, einschließlich umstrittene Ereignisse wie die Verschwörungen von Popish Plot und Gunpowder Plot. Ja, Popish Plot ist eine der sogenannten Babington Plot Aktionen in der Zeit der elisabethanischen Regierung, also 1558 bis 1603. Und Gunpowder Plot bezieht sich auf die Schießpulververschwörung von 1605. Das wissen wir ja noch von König Jakobus I., wo Guy Fawkes sich mit anderen Jesuiten verschworen hat, um das ganze englische Parlament mit 36 Fässern Schießpulver in die Luft zu blasen. Da haben wir auch in dem Buch von Griesinger bereits früher in anderen Sendungen gesprochen. Sie wurde ursprünglich gegründet, um englische Katholiken auf dem Kontinent in der Hoffnung zu erziehen, dass der Katholizismus durch sie in England wiederhergestellt werden könnte. Mit anderen Worten, man hat die Schule damit gegründet, um dafür zu sorgen, dass man dann England infiltrieren kann.
Schließlich ließ sich die Schule 1794 in England nieder und 1803 wurde die Gesellschaft Jesu in Großbritannien offiziell neu gegründet. Hatten wir ja gerade schon gelesen. Stonyhurst blieb bis Mitte des Jahrhunderts das Hauptquartier der englischen Provinz. 1851 war ein Drittel der Jesuiten der Provinz hier ansässig. Bis in die 1920er Jahre wurden Jesuitenpriester vor Ort in der heutigen Vorbereitungsschule ausgebildet. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es einen Rückgang der Berufungen und das Seminar wurde geschlossen. Die Zahl der Jesuiten, die in Stonyhurst unterrichteten, fiel innerhalb eines Jahrzehnts auf ein Drittel der Belegschaft. Seitdem ist die Präsenz der Jesuiten zurückgegangen, doch die Katholizismus- und Jesuitenphilosophie wird von der Schule weiterhin unter der Leitung eines von Jesuiten geführten Kamplanenteams und der Einbindung der Jesuiten in ihre Regierungsführung in den Mittelpunkt gestellt. Dann lesen wir noch etwas über die Traditionen. Wir wissen ja, dass die bei den Jesuiten sehr, sehr wichtig sind. Und da lesen wir hauptsächlich hier über dieses traditionelle Jesuitenmotto Ad Majorem Dei Gloriam. Wie in vielen Jesuitenschulen auf der ganzen Welt ist eine langjährige Praxis, dass Schüler AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, in der oberen linken Ecke jeder Arbeit schreiben, die sie erledigen. Er steht für den lateinischen Ausdruck, wie ich gerade sagte, Ad Majorem Dei Gloriam, der für die Größe, Herrlichkeit Gottes steht. Am Ende einer Arbeit schreiben Sie LDS in die Mitte der Seite. Das steht für Laus Deo Semper, was Lob für Gott bedeutet. Dies sind beide traditionelle Jesuiten-Mottos. Wir könnten jetzt noch diesen ganzen Artikel weiterlesen. Ich möchte das aber heute nicht vertiefen. Vielleicht machen wir da mal eine extra Lesung drüber. Ich danke auf jeden Fall Viktor schon mal für diese bis hier wunderbar geleistete Arbeit, auch wenn ich jetzt nur knapp 2 von 4 Seiten gelesen habe. Aber der gemeinnützige Status ist wahrscheinlich nicht so furchtbar interessant. Und auch der Rest ist mehr interessant, um sich mal ein anderes Mal anzuschauen. Aber ich möchte noch mal eben den letzten Absatz reinschauen, weil da springen mir 2 Worte gleich ins Auge, weshalb ich sage, da möchte ich noch mal eben kurz reinlesen. Die Schulbildung in der früheren Geschichte des Colleges, also der Hochschule, basierte auf dem St. Ignatius Ratio Studiorum, wobei Theologie, Klassiker und Naturwissenschaften im Vordergrund standen. All diese Themen stehen noch immer im Lehrplan. Die am College of St. Omer beobachtete pädagogische Praxis, eine Klasse in Römer und Karthager einzuteilen, setzte sich lange nach der Migration nach Stonyhurst fort, wird aber heute nicht mehr angewendet. Jeder Schüler würde gegen einen Gegner antreten mit der Aufgabe, die Fehler des anderen aufzugreifen, um Punkte zu erzielen. Diese Einteilung kennt man auch noch aus vielen amerikanischen Universitäten, selbst heute noch. Und da wurden auch Filme drüber gemacht. Mir fällt jetzt so gerade der Titel von diesem einen nicht ein. Gibt einen ganz berühmten Film drüber, komme ich jetzt nicht drauf. Am wichtigsten ist, dass wir hier lernen, dass die Schulbildung in der früheren Geschichte basierte auf dem Ratio Studiorum. Und das basiert sie heute auch noch. Nun, für viele Leute ist das der Ausdruck Ratio Studiorum in diesem Video vielleicht das erste Mal, dass sie ihn lernen und sie wissen gar nicht, was das ist. Ratio Studiorum steht für die jesuitische Lehrphilosophie, stelle das Lernen gegen das Lernen. Und zwar das Lernen des Wortes Gottes, der Bibel, gegen das Lernen der gnostischen Weisheit, ja, der Erkenntnis, mit der Luzifer die Menschen ja frei gemacht hat. Wir müssen uns ja immer ins Gedächtnis zurückrufen, dass wir es hier zu tun haben mit Luziferianismus. Luziferianismus, die Jesuiten gehen davon aus, dass der Schöpfergott den Menschen dumm und einfältig geschaffen hat und dass Luzifer mit seiner Verführung dafür gesorgt hat, dass der Mensch das wahre Wissen erst bekommen hat. Dieser Gedanke ist Luziferianismus und das ist der Gedanke der Jesuiten. Die haben ihre ganze Aufgabe an Luzifer geweidet. Man spricht auch immer von Satanismus. Satanismus ist etwas anderes. Da kann man sich ein anderes Mal drüber beschäftigen, die Unterschiede zwischen Luziferianismus und Satanismus zu beschreiben. Aber ganz eindeutig ist diese jesuitische Lehrmethode des Ratio Studiorum Luziferianismus. Da geht es nämlich um die erleuchtete Erkenntnis der Eingeweihten. Und das muss den Leuten gelehrt werden, alles außer der Bibel. Das Ratio Studiorum ist ein Buch,
glaube ich, der Lehrwissenschaft der Jesuiten erschienen Ende des 16. Jahrhunderts, ich glaube 1599, aber war von Anfang an ihre Prämisse. Wir werden das auch in Herrscher des Bösen noch einmal deutlich besprechen. Da geht es um das sogenannte Medici-Lernen, also die Medici-Lehrmethode oder Lernmethode. Und das ist eben das Lernen gegen das Lernen setzen. Die Jesuiten mussten sich ja damals etwas einfallen lassen. Sie wollten den Papst wieder an die Macht bekommen, die er vor der Reformation hatte. Vor der Reformation gab es keine Bibel, also mussten sie dafür sorgen, dass die Leute wie genauso dumm sind, als ob es keine Bibel gibt. Was macht man? Man nimmt ihnen die Bibel weg. Wenn man sie nicht physisch entreißen kann, dann steckt man sie in Schulen, wo man alles lehrt, außer die Bibel. Deswegen hat Martin Luther 1520 bereits gewarnt, wenn wir unsere Kinder nicht täglich im Evangelium unterrichten, wie wir tun sollten, dann werden alle Lehreinrichtungen in dieser Welt, wo das Evangelium nicht täglich gelehrt wird, weit geöffnete Pforten der Hölle werden. Das ist eine Aussage, die hat er damals getroffen im Zusammenhang mit seinem Buch von der babylonischen Gefangenschaft in dem Untertitel, in dem Unterbuch, das ich in der Spielliste Luther 2017 damals gelesen hatte, an sein Schreiben an den deutschen Adel des christlichen Standes Besserung von 1520. Da kommt dieser Satz drin vor. Anscheinend. Ich habe ihn da nicht drin gefunden, aber das ist ein Zitat, wie wir in Herrscher des Bösen auch noch lernen werden. Und ob Martin Luther das jetzt 1520 wirklich geschrieben hat, weil ich es nirgendwo finden kann oder nicht, es ist ja deutlich, dass er mit dem Satz auf jeden Fall recht behalten hat. Das war eine ziemlich prophetische Aussage von Martin Luther. Und dieses Ratio Studiorum, diese Lehrtechnik, alles außer der Bibel zu lehren, nämlich die sogenannten Naturwissenschaften wie Chemie, Biologie, Physik, Mathematik und all die ganzen anderen Dinge, wie zum Beispiel Geschichte, natürlich nicht die wahre Geschichte, sondern die von den Jesuiten geschriebene Geschichte, wie zum Beispiel dann eben auch Poetrie und solche ganzen Sachen. Da hatte Victor mich vorhin noch gefragt, das Wort habe ich dann wohl in der Lesung überschlagen. Ja, also Gedichte schreiben, Poesie schreiben und solche ganzen Sachen. Das wurde da alles gelehrt. Natürlich, weil einer der bekanntesten Jesuiten weltweit überhaupt, Sir Francis Bacon, war der Alter Ego, oder besser gesagt, war im Grunde Shakespeare. Ja, Shakespeare selbst war nur ein Schauspieler. Die Werke stammen von Sir Francis Bacon. Da kann man sich auch mal drüber informieren. Es gibt so viel, worüber man sich informieren soll, dass man wirklich von Hundertsten in Tausendstel fällt. Das passiert mir jetzt auch gerade mit diesem Kommentar. Weil Ratio Studiorum ist im Grunde sowas von wichtig. Und deswegen habe ich auch gedacht, dass dieser Artikel von Stonyhurst interessant wäre, um bei der Griesinger Lesung hiermit beizunehmen. Eben genau aus dem Grunde. Weil Stonyhurst eine von diesen Jesuitenschulen ist, und wir haben ja verschiedene gelernt hier. Wir haben hier gelernt von St. Omer, wir haben hier gelernt von Brügge, von Liège, also Lüttich, von Stonyhurst. Ich habe auch noch von anderen gesprochen. In Amerika sprechen wir dann auch noch von Georgetown und anderen Universitäten. Und in all diesen Universitäten wird ein Prinzip hochgehalten und nicht nur hochgehalten. Es ist absolut Vorschrift. Es wird gar nichts anderes gelehrt als das. Und das ist die Medici-Lehrmethode, Lernen gegen das Lernen, so wie sie schriftlich verbrieft ist in dem Werk der Jesuiten von 1599, dem Ratio Studiorum. Und deswegen ganz wichtig, dass wir diesen Satz hier eben nochmal lesen und auf die Art und Weise jetzt nochmal verstehen. Der Autor sagt hier, oder besser gesagt Wikipedia in diesem Fall, die Schulbildung in der frühen Geschichte des Kollegs basiert auf dem St. Ignatius Ratio Studiorum, wobei Theologie, Klassiker und Naturwissenschaften im Vordergrund standen, eben nicht die Bibel. All diese Themen stehen noch immer im Lehrplan, aber nicht die Bibel. Die am College of St. Omer beobachtete pädagogische Praxis, eine Klasse in Römer und Karthager einzuteilen, setzte sich lange nach der Migration nach Stonyhurst fort, wird aber heute nicht mehr angewendet. Es gab im Laufe des 20. Jahrhunderts noch einige Hochschulen, vor allen Dingen in Amerika, die das schon noch gemacht hatten. Ob es das heute noch gemacht wird, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, jeder Schüler würde gegen einen Gegner antreten mit der Aufgabe, die Fehler des anderen aufzugreifen, um Punkte zu erzielen. Hier geht es um Diskutieren. Ja? Hier wurden Stellungen gesetzt und dann mussten die Stellungen ausdiskutiert werden und die Leute haben sich in einer Debatte
gegenseitig die Argumente dann zugeworfen. Genauso wie damals zum Beispiel das Disputieren, nannte man das damals in Deutschland, wie Martin Luther das gemacht hat. Martin Luther hat damals viel in der Universität disputiert mit Katholiken und hat ihnen ihre Fehler aufgezeigt. Kommt sehr gut vor in diesem Martin-Luther-Film, den ich früher schon mal erwähnte, den man sich anschauen sollte. Martin Luther, gespielt von Ulrich Thein aus dem DDR-Fernseharchiv. Die DVDs kann man sich, glaube ich, noch besorgen. Ich habe das hier gerade in der Hand. Das sind 5 Teile von je 1,5 Stunden. Absolut sehenswert. Den 5. Teil kann man in der Pfeife rauchen, aber die ersten 4 Teile sind absolut sehenswert. Kann ich sehr empfehlen, jedem sich anzuschauen. So, das war es soweit für heute mit Karl Theodor Griesinger, dem Ausflug in die Vorlage vom Stonyhurst College. Und ich fahre jetzt noch eben fort in dem Buch von Karl Theodor Griesinger, nachdem ich natürlich meine beiden Brüder eben gefragt habe, ob sie hier vielleicht auch noch etwas zu sagen möchten. Ganz sicher möchte ich eben Viktor ansprechen, dem ich nochmal ganz herzlich danken möchte, sich so kurzfristig so wunderbar hingesetzt zu haben und dieses Papier so eben dahingeschmissen zu haben, als ob das nichts ist. Nochmal herzlichen Dank, Viktor. Hast du da noch eine Anmerkung zu dem, was ich gerade gesagt habe? Ach nee, an sich, ich denke, du hast das schon so eingehend das gut eingebunden jetzt so in die Lesung. Und ja, ich dachte an sich auch, ist es immer eine Information jedes Mal auch wert, weil es an sich so ja auch leider nicht in Wikipedia im Deutschen vorhanden ist. Ja, obwohl es auch jetzt sicherlich nicht jetzt so ein großer Aufwand gewesen wäre, mal das auch im Deutschen schon mal irgendwie da einzupflegen. Aber gut, jetzt hat sich das ja mal wieder exemplarisch auch jetzt bezogen auf England mal wieder auch das gut gezeigt. Ja, diese, wie soll man das nennen? Ja, so eine Art Reproduktionsanstalten, ne, die Jesuiten irgendwo dann aufrechterhalten. Beziehungsweise man sieht ja auch dann so geschichtlich, also wenn es dann nicht geht, dann verlagert man das halt irgendwo ins andere Ausland, aber dass halt weiterhin die Schüler auch, die englischsprachigen, der Nachwuchs dann auch weiterhin, ja, ich will jetzt nicht sagen herangezüchtet wird, aber doch, dass doch, der... Doch, doch, sag mal ruhig herangezüchtet, das ist ja alles, ja, was gut, sie tun. Dann, gut, gerade wenn du mit der St. Mary Hall, wir hatten ja über die St. Mary Hall gesprochen da am Anfang, die 3- bis 13-Jährigen, was ist das anders als die nachfolgenden Generationen für seine Zwecke sich heranzuzüchten? Doch, ich finde, du hast das sehr gut gewählt, das Wort, Viktor. Gut, dann, ja, dann bleiben wir dabei. nee, aber an sich so, ja, ich denke, das sollte vielleicht dem einen oder anderen noch mal zu denken geben. Ja, gerade auch dann jetzt für die deutschsprachigen Zuhörer oder Zuschauer ist das vielleicht auch nochmal dann jetzt so eine Geschichte, wo sie dann auch erkennen, ja, also, ja, wie du schon sagtest, ab wo wir sagen, fast schon so dieses Kindergartenalter oder Grippe, ne? Ja, wie Krippe, das? Ja. Grippe. Und ja, bis, sag ich mal, bis zur Pubertät und in der Regel, ja, sind die Kleinen dann schon so dermaßen in der Regel, ja, infiziert mit diesem, ja, mit diesen Lehrmethoden. Mit diesem jesuitischen Virus. Ja, Virus, ja. Und dass das dann sogar noch dann zur Not ins Ausland verlagert wird, aber Hauptsache, ja, es bleiben auch immer irgendwie englischsprachige dann Nachkommen, Abkömmlinge dann sozusagen irgendwie können dann wieder, ja, ja, ich sag mal, an einem anderen Ort geschult, gelehrt werden. Aber ich sag mal, der Fluss dieser jesuitischen Philosophie, der wird nicht unterbrochen, sondern der wird dann halt nur verlagert und kehrt dann irgendwann wieder zurück, wie wir jetzt auch gut dann gelesen haben, denke ich, in dem Papier heraus. Von der Krabbelgruppe zur Pubertät, das finde ich eine gute Aussage, ja. Michael, hast du noch einen Punkt hierzu oder soll ich weiterlesen? Darfst ruhig weiterlesen. Gut, dann werde ich das machen. Also, der Punkt des Satzes war hier. Okay, nicht minder, fährt der Autor also fort, nicht minder eifrig betrieb der Orden seine Ausbreitung in Irland. Und es entstanden dort in neuester Zeit eine Menge von kleinen Schulanstalten, welche alle ausnahmslos von Loyoliten geleitet werden. Allein einen eigentlichen Aufschwung nahmen die Schulen bis jetzt nicht. Denn woher soll der arme Irländer das Geld nehmen, um die Herren Jesuitenpater so zu unterstützen, wie sie es hofften, verlangten und auch erwarteten? Ganz anders dagegen gestaltete sich das Schicksal der Gesellschaft Jesu in Amerika. Jetzt wird's wirklich interessant. In demselben Amerika,
dessen teilweise Besitz, insbesondere der von Paraguay, früher für ihre Erziehung so verhängnisvoll eingewirkt hatte, und sie erwarben sich hier in den letzten Jahrzehnten einen Wirkungskreis, von dem sie sich selbst zuvor nichts hatten träumen lassen. Merkwürdig übrigens, dieser Wirkungskreis, den wir jetzt ansprechen, liegt nicht im katholischen Südamerika, in welchem sie in der Mitte des vorigen, also 17. Jahrhunderts, so überaus mächtig gewesen waren. Also weder in Brasilien, noch in Mexiko, noch in Peru, noch in Chile, noch in irgendeinem anderen südamerikanischen Freistaate, der früher zu Spanien, Portugal oder Frankreich gehört hatte. Sondern er liegt in Nordamerika, oder besser gesagt, in den Vereinigten Staaten. Trotzdem diese von den Puritanern gegründet wurden und trotzdem in ihnen der Puritanismus noch heutzutage eine Hauptrolle spielt. Weil nämlich die freie Gesetzgebung der Nordamerikanischen Union nicht bloß jeder Religion, sondern auch jeder religiösen Gesellschaft erlaubt, sich überall, wo sie will, auf dem ganzen Vereinigten Staatengebiet niederzulassen, so säumten die Herren Jesuitenpatres nicht, sich nach ihrer Wiederherstellung durch den Papst auch ein wenig in diesen Teile der Welt umzusehen, ob sich nicht vielleicht dieses oder jenes für ihren Orden machen ließe. Und siehe da, sie fanden, dass ihnen ein großes Feld zu bearbeiten offenstehe, sobald sie sich nur in den republikanischen Ton Nordamerikas schicken zu lernen verständen. Ich kann euch gleich sagen, ich habe nicht viel weiter vorgelesen als hier, noch ein oder zwei Seiten, aber hier werden wir unsere Lesung heute beenden. Warum? Weil Karl Theodor Griesinger in diesen letzten zwei gelesenen Sätzen eine Sache bespricht, die zwei große Bücher in Anspruch nimmt. Das eine Buch nennt sich Herrscher des Bösen und bin ich gerade begonnen, zum Zeitpunkt, wo das hochgeladen wird, wahrscheinlich schon eine Zeit lang beschäftigt, auf meinem Kanal zu lesen, das im Augenblick noch im Arbeitsprozess der perfekten Übersetzung sich befindet. Herrscher des Bösen von F. Tapper Sorcy, wobei ihr von mir natürlich auf meinen Kanälen bereits die Zusammenfassung in Deutsch in 13 Videos euch anhabt schauen können. Aber daneben auch noch ein anderes, ganz, ganz, ganz wichtiges Buch, was ich sehr interessant finde, dass der Autor Griesinger hier spricht von einem großen zu bearbeitenden Feld, das ihnen offen steht. Weil das ist genau der Ausdruck, der in dem zweiten Buch gebraucht wird. Das ist ein Buch, da haben die meisten wahrscheinlich noch nie von gehört. Das kann man auch nur in Englisch finden. Und ich rate es auch jedem an, sich nicht zu kaufen und nicht durchzulesen, wenn man nicht ganz fest im protestantischen Glauben steht. Weil das Buch, das ich jetzt erwähne, ist ein Buch geschrieben durch einen Katholiken für Katholiken. Man muss schon sehr tief im richtigen Glauben stehen, um dieses Buch überhaupt zu verstehen. Und dieses Buch heißt The Ark and the Dove, also die Arche und die Taube von J. Moss Ives. Und wie gesagt, verpasse auch sicher nicht die Lesung von Herrscher des Bösen. Nun hatte ich gerade gestern ein Video gesehen, das mir jemand geschickt hat und schlag mich tot, ich weiß nicht mehr wer. Und in dem Video war ein anderes Video integriert, für das selbst eine Laufzeit hatte von, ich glaube, 34 Minuten. Und das hieß The Alberino Analysis, Land of the Plumed Serpent. Das war aber Teil 4. Ich habe jetzt hier den Teil 1 mit reingeklebt, wie ihr sehen könnt. Aber wenn man den Teil 1 findet, dann findet man auch die anderen vier. Der vierte Teil war in dem Video integriert. Und das geht hauptsächlich, dieser vierte Teil geht hauptsächlich um Manly P. Hall. Er geht um die sogenannten Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, Washington, Jefferson, hauptsächlich um Jefferson, einen ganz großen Teil, auch Paine. Das sind alles Leute, die Freimaurerverbindungen hatten, die jesuitisch geschult waren, die illuminatisch geschult waren und die für die Gründung der Vereinigten Staaten unersetzlich waren, unglaublich wichtige Leute. Und die ganze Geschichte dahinter, da wird auch in dem Video viel von Atlantis gesprochen, aber auf eine Art und Weise, dass man endlich mal versteht, worum Atlantis eigentlich ist.
Also ich möchte jetzt wirklich nicht vom Hundertstel ins Tausendstel absacken, aber dieses Buch, dieses Video, für diejenigen, die Englisch können, The Albarino Analysis, Teil 1 bis 4, ist so interessant, das muss jeder sich anschauen. Ich finde es halt ein wunderbares Zeichen der Arbeit des Heiligen Geistes, dass ich ausgerechnet jetzt, wo ich heute das hier von Griesinger lese, gestern mir dieses Video, diesen vierten Teil habe anschauen können und diese Verbindung legen kann und eine noch viel tiefere Verlegung in das Mystische und Okkulte legen kann, was die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika angeht, als man sie nur von der Lesung Herrscher des Bösen von F. Tapper Saucy bekommen könnte. Ganz, ganz wichtig. Aber so arbeitet der Heilige Geist. Er eröffnet einem jedes zu seiner Zeit. Ja? Und ich kann euch nur anraten, schaut euch diese Teile an. Diesen ersten Teil hier werde ich in die Beschreibungsbox des Videos mit einkleben. Dann könnt ihr euch das anschauen, könnt euch die anderen drei Teile raussuchen, könnt euch die auch mit anschauen. Und dann die Lesung von Herrscher des Bösen nicht verpassen. Oder schaut euch meine englische Lesung an, Rulers of Evil, die ich ja in 2016 oder so gemacht habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Wer Englisch kann, kann sich das anschauen, obwohl ich natürlich damals noch lange, lange nicht wusste, was ich heute weiß. Aber da möchte ich kurz mit aufhören. Wie gesagt, The Ark and the Dove. Die Jesuiten fanden ein großes Feld, das zu bearbeiten offenstehe. Das Problem ist hier, dass Griesinger hier nicht auf den Punkt eingeht, dass die Jesuiten bereits bei der Gründung der Vereinigten Staaten involviert waren, in einer Art und Weise, dass sie davor schon lange anwesend waren. Er lässt es hier so scheinen, in diesem Satz, den wir gerade eben gelesen haben, als ob die Jesuiten erst jetzt im 19. Jahrhundert kommen würden. Und er spricht dann auch über Rotan und vor allen Dingen über Becks und so weiter und so weiter. Das werden wir alles noch sehen in der nächsten Lesung. Also Jesuitengeneral Becks, ja, der 5 Millionen irische Katholiken nach Amerika importiert hat, wie ich in anderen Sendungen schon sagte, dass Rotan und Becks die beiden verantwortlich dafür waren, dafür zu sorgen, dass viele katholische Einwanderer in Amerika reinkamen, um dafür zu sorgen, dass diese 2%, die amerikanische Bevölkerungsanteil, die Katholiken zur Gründung der Nation bereits nur hatten, ständig anwachsen würde. Da geht der Autor nur ganz, ganz kurz drauf ein und er beschreibt hier überhaupt nicht, wie die Jesuiten bereits vor 1776 hauptsächlich als Freimaurer, aber eben auch als Jesuiten darin sich genestelt haben. Und das wird eben beschrieben in dem Buch The Ark and the Dove. The Ark and the Dove, die zwei Schiffe, natürlich sind die Namen entnommen aus der Bibel, die Arche und die Taube. Wir wissen ja, dass als der Regen aufgehört hatte, Noah regelmäßig eine Taube ausgesendet hat, um dafür zu sehen, ob schon bereits Land irgendwo in Sicht ist. Deswegen haben sich die beiden Schiffe genannt, die Arche und die Taube, die aus England 1633 abgesegelt sind und 1634 in den Vereinigten Staaten von Amerika in Maryland gelandet sind. Maryland, kommen wir auch noch drauf zu. Und die ersten Jesuiten nach Amerika gebracht hatten, also in die damaligen Provinzen, wo die Puritaner regiert haben, wo Katholizismus verboten war, wo man jedes Mal am 5. November eine Puppe des Papstes verbrannt hat, in Gedenken an den Gunpowder Plot von 1605. Und. Geschichte kann so faszinierend sein. Ich könnte mich jetzt hier stundenlang hinsetzen und weiterquatschen, ohne irgendein Skript damit bei, und könnte euch erzählen, bis euch die Ohren abfallen. Aber es ist nicht meine Show. Ich habe ja auch noch zwei Brüder mit bei und denen quillt auch langsam der Mund über von irgendwelchen Schlusskommentaren, die sie noch gerne bringen möchten. Nur, ich möchte abschließend hier sagen, Griesinger verpasst hier die Chance, auf Amerika auf eine Art und Weise einzugehen, wie er es auch damals bereits hätte wissen müssen. Da er sehr geschichtlich, sehr gut gebildet war. Sonst hätte er dieses Buch so nicht schreiben können, wie er es geschrieben hat. Aber Amerika lässt er hier aus, mehr oder weniger, und sagt, dass die Jesuiten, als sie dann im 19. Jahrhundert kamen, ein großes Feld zu bearbeiten für sie offenstehe. Nämlich nachdem wir hier die religiöse Freiheit hatten. Diese religiöse Freiheit wurde ja erst 1789 eingeführt mit Gründung der Vereinigten Staaten. Davor gab es die Religionsfreiheit in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht, weil die Puritaner haben den Katholizismus unterdrückt und verboten, weil sie ganz genau wussten, dass der Katholizismus sich nur an den Papst hält. Weil sie ganz genau das wussten, weil sie alle aus Europa vor dem Papst geflohen waren in diese neue Welt. Da wollten sie natürlich sich nicht denselben Krebs noch mitnehmen. Tja,
haben sie leider nur die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und das kann man sehr gut lernen, wenn man The Ark and the Dove in Englisch lesen kann und wenn man die Lesung Herrscher des Bösen in Deutsch mitverfolgt. Und Griesinger hat meines Erachtens hier ganz deutlich den Zug verpasst, die Chance gemisst, uns hier über Amerika doch zumindest etwas mehr intelligenter auszubilden, als er das hier mit dem einen oder zwei Sätzen tut. Er schreibt gleich noch ein paar andere Sätze. Gut, das gebe ich ihm ja. Aber er geht nicht auf die Zeit ein, bevor die Amerikaner, bevor Amerika zur Nation wurde, als das noch eine, als das noch Kolonien waren, die 13 Kolonien waren. So, und jetzt habe ich mein Pulver für heute verschossen und möchte noch gerne das abschließende Wort an meine beiden Brüder geben, Michael und Viktor, und derjenige, der sich zuerst meldet, der soll dann auch mit dem Abschluss anfangen für heute. Ich weiß nicht, wo ich den Knopf drücken muss, so wie bei der Große Preis. Na, hast du doch schon, durch das einfach ins Mikro was zu sagen. Genau. Nein, ich wollte nur direkt das Wort ergreifen, sorry Viktor, weil ich direkt darauf einhaken wollte mit dem Griesinger, weil das genau das bestätigt, was ich eingangs gesagt habe, dass der Griesinger das mit den Jesuiten völlig unterschätzt hat, im damaligen Deutschen Reich sozusagen. Was du von der Schweiz meintest vorhin, ne? Ja. Ja, ja, und dass der Griesinger halt in der Situation, als er das Buch geschrieben hat, halt von dieser Welle der Revolution in Frankreich und das Aufkommen des Protestantismus, das Verbot der Jesuiten und so weiter, so überzeugt gewesen ist, dass er sich nicht hat vorstellen können, dass diese Sachen sich innerhalb kürzester Zeit drehen und dass da Weltkriege kommen. Ich denke, das war außerhalb seiner Vorstellungskraft. Und daher ist er vermutlich, weil er das an Europa gemessen hat, schon gar nicht mehr auf die neue Welt eingegangen. Das wäre jetzt meine Hypothese dazu. Und abschließend zu der Lesung wollte ich nochmal dazu beisteuern, dass genau die Geschichte mit dem Colleges und mit den Universitäten immer genau da reinhaut in die Kerbe. Die Dinge, die die Kinder lernen, die sind so, wo die dann auch drin geprüft werden, die sind so schwer wieder aus den Köpfen herauszubekommen, diese Programmierung, die man da bekommt. Ich hatte ja schon mal von früheren Lesungen davon berichtet, dass mein damaliger Religionslehrer in der katholischen Grundschule davon erzählt hätte, dass Matthäus immer alles verdoppelt und dass es alles mit der Schweine nicht sein kann und in diesem Gleichnis und mit den Dämonen und so weiter und so fort. Also das weiß ich jetzt selbst nach über 40 Jahren noch, als wenn er so vor mir stünde. Und das unterschätzt man, glaube ich, dass diese Dinge, die die allgemeine Bevölkerung, die Durchschnittsbürger, also John Doe oder Max Mustermann oder wer auch immer jetzt, Otto-Normalverbraucher, genau, dass die immer diese ganzen Dinge als wahr voraussetzen, weil die ja von sogenannten Autoritätspersonen und von studierten, gebildeten Leuten kommen. Und selbst da hinterfragt niemand, wo denn diese gebildeten Leute ihr Wissen her haben. Und da ist immer die Frage, wer bildet denn die Gebildeten aus? Also wer macht denn die ganzen Lehrpläne? Wer macht denn die ganzen Geschichten? Diese Menschen treten nicht in Erscheinung. Und wir wissen ja aufgrund der Geschichte, die gelaufen ist, wie diese Gründung der Kollegien und der Universitäten damals vonstatten ging. Mein abschließendes Resümee ist letzten Endes, wer die Jugend versaut, ist im Endeffekt derjenige, der den eine falsche Wahrheit lehrt. Und das ist genau das, was Hitler gesagt hat, gebt mir eure Jugend und ihr werdet sie nachher nicht mehr wiedererkennen. Das ist genau dieselbe Geschichte und das ist genau dasselbe jesuitische Motto, als wenn man die Kinder dann auf diese Universitäten schickt. Und heutzutage sind die Universitäten alle fast unisono so geprägt. Und dann kommen da ganz, ganz, ganz viele, viele wissenschaftsgläubige Kinder raus, die alles das für bare Münze nehmen, weil er dann ein ganz alter Mann mit grauem Bart und mit einem Doktortitel und wo auch immer vor einem steht als Autoritätsperson und alle tuten in dasselbe Horn. Und es kommt kaum einer auf den Gedanken, dass diese ganze Geschichte ein Riesenplan ist und vor allen Dingen schon Jahrhunderte zurückliegt. Und daher sollte man diese Bücher nicht irgendwo wegwerfen. Die ganze Geschichte ist die ganze Zeit präsent. In jeder Schule heutzutage, in jeder Universität. Und das ist das traurigste Kapitel der Geschichte überhaupt, dass unsere Kinder und wir selber auch so dermaßen indoktriniert werden, mit nicht fundiertem Wissen indoktriniert werden. Das ist für mich das Allerschlimmste, weil damit auch die Kinder
teilweise gegen die Eltern aufgewiegelt werden. Wenn die Eltern es besser wissen, das Kind meint immer, die Majorität, die Mehrheit hat recht und die Eltern sowieso und die Lehrer, Entschuldigung, sowieso. Und man wird in diesem System ja auch dann danach benotet. Dieses System ist ja nicht daran interessiert, dass die Kinder nachher irgendetwas Sinnvolles lernen. Das System ist nur daran interessiert, dass die Kinder nachher mal vernünftige Steuerzahler werden. Alles andere ist dem untergeordnet. Und das finde ich, wenn ich mir diese Lesung jetzt hier anschaue und überlege, ich finde es abstrakt, brutal und ich finde es einfach nur wirklich gesagt ganz, ganz schlimm und ich wollte gerade ein fieseres Wort benutzen, aber eventuell hat der ein oder andere schon was gegessen. Ich finde es einfach ganz schlimm, was diese Schule und die Universitäten mit den Kindern macht und wir sind froh, dass wir hier drei sind und uns davon ein bisschen gelöst haben. Und vor allen Dingen auch, das muss ich unterbrechen, sind wir auch froh, dass wir den Leuten das mal aufzeigen können jetzt. Ja, das ist einfach dieser ganze Unfug, den die Kinder einfach nur auswendig lernen müssen. Und dieses Auswendiglernen ist letzten Endes dafür da, um diesen Kindern unterbewussten Anker zu legen und zu sagen, das ist so, das habe ich doch schon vor 30 Jahren und von dann und dann und dann gelernt. Diese Auswendiglernerei, dieses Rezitieren hat meiner Meinung nach auch den Grund, Anker in dem Kind zu legen und dann zu sagen, gut, das ist in meinem Unterbewusstsein drin, das kann ich immer auswendig und da weiß ich genau, wie es geht. Und diese Sachen hinterfragt man nachher nicht mehr, weil man die für absolutes Allgemeinwissen hält. Richtig. Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Ich kann ja die Intelligenz eines Kindes oder eines Menschen nicht daran bemessen, wie gut der auswendig lernen kann. Ich kann die Intelligenz eines Menschen daran bemessen, wie gut er im Transferdenken ist, aber nicht im Auswendiglernen. Da gibt es jetzt Kinder, die können gut auswendig lernen, die sind aber absolut unfähig im Gebrauch, wenn man fachüberschreitend Dinge anwenden müsste oder völlig unfähig damit, mit Menschen oder Tieren umzugehen. So, aber unser Schulsystem bewertet nur immer dieses Auswendiglernen und damit ist es eine Indoktrination, denn die Kinder werden ja nun nicht gemäß ihrer Veranlagung gefördert, dass man sagt, ach, ein musisch begabtes Kind oder ach, guck mal hier, da können wir mal gucken, da können wir vielleicht dich mal hier ranführen. Ja? Nein, das ist letzten Endes so, einfach nur immer schnurstracks auswendig lernen. Wo liegt denn der Sinn darin, wenn man alle Kinder in einer Klasse dazu zwingt, um gute Noten zu bekommen, mit 13 Jahren ein Gedicht auswendig zu lernen? Ja, und damit kann mir vielleicht der Viktor beantworten, ob der heutzutage noch ein Gedicht auswendig weiß oder das heutzutage unheimlich gut anwenden kann und wie er das, was das dann sieht im Lichte unserer Lesung hier. Deswegen gebe ich jetzt das Wort weiter an den Viktor. Ja, vielen Dank, Michael, für deine abschließenden Worte. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf, ehrlich gesagt, jetzt so kein Gedicht, das ich jetzt auch noch aus der Zeit damals noch gelernt habe. Ich habe den Zauberlehrling gelernt. Den Zauberlehrling hast du gelernt? Ja. Warte mal, Zauberlehrling, irgendwas sagt mir das, ja, kann sein. Der einzige Satz, den ich noch verkenne, ist von die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. So, ja. Und auch von Theodor Fontane, da der Reiter im Winter, wer reitet so durch die Nacht so geschwind, das ist der Vater mit seinem Kind und sowas, das habe ich auch noch gelernt, aber zusammenkriegen tue ich das heute auch nicht mehr. Aber bitte, ich möchte nicht unterbrechen. Ja, okay, gut, sicherlich, ich musste das mir auch zu Gemüte führen, aber das kriege ich jetzt alles auch so nicht mehr zusammen. Also das ist auch schon für mich jetzt doch schon zu lange her. Beziehungsweise ja, man weiß ja auch, dass die Kapazitäten sind jetzt für was anderes, Wichtigeres quasi jetzt in Beschlag genommen worden. Ja, der Hard Drive wurde mal erased, wie man so schön sagen kann. Da hat mal einer bei uns C4 mitgedrückt. Und jetzt kriegen wir gute Lehren eingetrichtert. Ja, das ist gut. Ja, aber im Endeffekt ist das alles Zeitverschwendung. Es ist einfach nur, um die Leute da von den wichtigen Dingen fernzuhalten und man hat dann seine Zeit da abgesessen und man kriegt irgendwelche Benotungen, das muss man dann haben und schon wieder sind 10 Jahre flöten. Darüber hatten wir doch in der 25. Sendung von Romanismus und die Reformation gerade am Wochenende gesprochen. Ja, ja. Die Beschäftigung. Ich weiß. Ja, das Beschäftigung. Oder ich will nur gerade sagen, für die Leute, die das jetzt sehen, die wissen, Nummer 25, Romanismus und die Reformation, schreibt euch das mal auf. Da haben wir davon gesprochen, von der Beschäftigung. Das ist ein Buch, das hat Henry Gretton Gillis 1888 veröffentlicht. Ja. Mhm. Ja, und mir ist auch jetzt, glaube ich, mehr und mehr auch aufgefallen, jetzt, dass man die jungen Menschen ja so gleich macht, schon in der Schule. Obwohl, ja, jeder Mensch wohl individuelle eigene Gaben ja schon von Geburt an sozusagen mitbekommen hat. Nur
Ich glaube, ja, kann sich ja mal jeder selbst fragen, oder wenn auch junge Menschen jetzt mal dein Video jetzt schauen, ob die auch bei sich festgestellt haben, ja, ich habe vielleicht auch erstmal eine Ausbildung gemacht, einfach nur des Ausbildungsmachen-Willens, aber nicht, weil ich wusste, ich habe dieses oder jenes Talent und das passt auch absolut zu mir. Ne? Ja, also ich habe die Individualität wird abgelernt, um Uniformität zu indoktrinieren. Lass es uns mal so sagen. Da läuft es auch im Grunde drauf hinaus. Ja, ja, richtig. Und nee, mein Punkt war noch, wenn die Menschen oder wenn die Kinder schon früh mit dem Wort Gottes in Berührung kommen würden, dann wäre nur mein Gedanke, dass dann auch eventuell jeder individuell auch feststellt bei sich, welche Neigung oder welche Fähigkeiten man hat. Oder welche, was für einen noch vielleicht etwas auszeichnet von den anderen jetzt, von den Fähigkeiten her. Ja, oder zu was er berufen ist, wovon dir das Wort Beruf kommt. Ne? Richtig, genau, wo man berufen ist, richtig, ganz genau. Ja, ich denke, das ist auch so ein Punkt, ne, das sehen wir auch, oder das sieht jeder auch an sich oder in seinem Umfeld oder hat das ja mal auch festgestellt. Wichtig jetzt noch ein, zwei Dinge, die ich euch noch zur Lesung sagen wollte. Also das mit der Schweiz, das war mir jetzt auch immer im Zuge gar nicht so, so bewusst, dass die Menschen da doch auch so protestantisch teilweise dann noch so lange noch erzogen worden sind offenbar, dass man da zumindest ja noch so lange offiziell, ich sag mal, noch so ein Jesuiten- oder Anti-Jesuiten-Gesetz ja noch in seiner Verfassung verankert hatte. War mir vorher gar nicht so bewusst, aber zeigt mir auch nur auch anhand der Kommentare teilweise, die du jetzt letztens auf deine Videos bekommen hast, dass es dann doch wirklich viele Menschen in der Schweiz gibt, die den protestantischen Glauben in sich tragen. Und das freut mich wirklich sehr. Und ich bete dafür, dass es mehr werden oder dass diejenigen auch fest im Glauben bleiben. Und dann war jetzt noch eine Sache, die ich ganz kurz noch anfügen wollte, um eine Brücke zu schlagen zu einer anderen Video oder Videolesung? Buchlesung. Oder Buchlesung, genau. Das ist ja gut, das ist jetzt kein richtiges Buch, es ist ja mehr so eine Art Artikelzusammenstellung. Es geht nämlich noch jetzt um das Stonyhurst College. Und zwar gab es da noch einen Unterpunkt Skandale. Und da möchte ich noch jetzt kurz nochmal das anfügen. Gerne. Ist das in dem Papier hier drin, dass ich das gleichzeitig zeigen kann? Oder? Nee, das ist in dem Papier leider nicht drin. Aber okay. Ich lese das jetzt sonst eben vor. Ja, prima. Anders. Und zwar, also das wenn ist du es bei dir hast, kannst du auch sonst deinen Schirm teilen. Kannst du auch, aus dem, Wikipedia-Artikel, ja, kann ich sonst auch machen. Moment. Ja, mach das doch. Dann teilst du deinen Schirm. Dann mache ich das hier in groß. Und dann können die Leute das mitsehen. Bildschirm teilen. So, Moment. Teilen, beginnen. So, müsst ihr jetzt, seht ihr jetzt? Jetzt haben wir deinen Schirm, ja. Dann seht ihr das hier, ne, was ich hier... Ja. Wunderbar. Also, da lesen wir, ein ehemaliger Priester, der an der Schule unterrichtete, wurde zwischen 1987 und 1995 wegen sexueller Übergriffe von Schülern inhaftiert. Das jüngste Opfer war ein 12-jähriger Junge. 1999 führte die Polizei von Lancashire die Operation Whiting durch. Also Operation Reinigung, ja. In der die Missbrauchsvorwürfe der Schule untersucht wurden aus den 1970er Jahren. Dies führte zu zwei Verurteilungen, von denen eine im Berufungsverfahren aufgehoben wurde. Am 14. Mai 2002 bezeichnete ein Mitglied des Parlamentsausschusses die Operation als zwischen Anführungszeichen Skandal an sich und teures Fiasko. Ein weiterer Priester zwischen 1972 in Stonyhurst wurde im November 2009 festgenommen, weil er angeblich einen 13-jährigen Jungen 3 Jahre lang misshandelt hatte. Der Fall wurde ein Jahr später von der CPS Lancashire fallen gelassen und im März 2014 bekannt gegeben. Also CPS Lancashire ist wahrscheinlich sowas wie... Child Protecting Service. Ah, okay. Also das ist dann das Jugendamt so eine Art, oder halt ja, so eine Behörde, die sich Kinderschutzbehörde. Ja, Child Protecting Service, Kinderschutzbehörde, würde ich das übersetzen, ja. Ja, und damit wollte ich auf deine, auf die
Videoabspielliste bei dir aufmerksam machen, systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Also ja. Wir sehen jetzt hier nochmal eigentlich nur ein weiteres Beispiel, was letztendlich, ich sag mal, mehr oder weniger, jetzt, das klingt jetzt ein bisschen ja sarkastisch, aber zum guten Ton wahrscheinlich einer jeden größeren, namhafteren Jesuitenschule gehört. Ne? Ja. Und damit wollte ich nur nochmal damit auch da auf deine Lesung aufmerksam machen. Und ja, ich werde dann nochmal jetzt wieder, den Bildschirm wieder zurück verwandeln zu dir. Okay, ich habe dein Bild schon wieder drin, ist in Ordnung. Kümmere dich nicht drum. Sprich einfach weiter. Ja, und könnte ich jetzt nochmal ganz kurz einen Satz nochmal aus der Bibel zitieren, damit die Leute das auch nochmal in dem Kontext auch nochmal verstehen, warum die römisch-katholische Kirche eben nicht die Kirche unseres himmlischen Vaters oder beziehungsweise sie nicht von Petrus die Schlüssel erhalten hat. Und zwar ist das aus Matthäus, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 6. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ja, und das ist leider systematisch. Und ja, auf der anderen Seite wisst ihr auch, liebe Brüder, müssen wir auch für diese Menschen beten, dass sie eben, wie es in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 steht, dass sie aus ihr herauskommen, um eben nicht teilhaftig zu werden ihrer Sünden. Die, in, ich glaube, im Folgevers, die bis zum Himmel hinauf, sinngemäß, so heißt es dann auch, gestiegen sind. Und dort auch vernommen werden. Ja, besser als mit solchen Bibelfersen, Viktor, um das jetzt mal eben von dir abzunehmen. Die Last dieses Abschließens hätte man diese Sendung gar nicht beenden können. Das finde ich sehr bezeichnend auf diese Art und Weise und ich möchte es dann auch gerne bei diesen letzten Bibelworten Matthäus 18, Vers 6 von Viktor gerade vorgelesen belassen und möchte weiterhin dazu aufrufen, auch bis zum nächsten Mal, dass ihr eure Bibel nehmt und dass ihr eure Bibel lest und versteht und lebt, atmet. Das ist das Brot, Jesus meinte in Matthäus Kapitel 4, als er vom Teufel versucht wurde, als er sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das fortgeht aus dem Mund Gottes. Und jedes Wort, das daraus fortgeht, ist zusammengefasst in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und deswegen müssen wir diese Heilige Schrift permanent studieren und lesen. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.